Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und in diesem Video geht es um mein Equipment und um die Organisation von meinem Fotoequipment. Denn ich persönlich habe lange nach Lösungen gesucht, weil irgendwie das ganze Zeug, gerade die kleinen Sachen, so Speicherkarten, Sticks und Ladegeräte, immer überall rumgeflogen sind und man musste viel suchen. Aber dieses Problem bin ich jetzt los. Und wie ich dieses Problem gelöst habe und das Ganze jetzt in Ordnung halten kann, zeige ich euch in diesem Video. Und zuerst werde ich euch mein ganzes Fotoequipment zeigen, was ich hier zu Hause habe, was ich am meisten benutze, was ihr wofür benutzen könnt. Und ich fange ganz von vorne an mit meinem ersten Equipment, mit meiner ersten Kamera. Und zwar ist das hier meine allererste Kamera gewesen. Mit dieser Kamera hat alles angefangen. Das ist eine Olympus Digitalkamera und ich weiß noch, ich habe die damals zum Geburtstag bekommen oder zu Weihnachten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat diese 50 Euro gekostet und damit habe ich meine ersten Instagram-Bilder geschossen. Die blende ich euch jetzt auch mal hier ein und da könnt ihr mal sehen, welche Bilder ich ganz am Anfang mit dieser Kamera geschossen habe. Ich habe vorher immer schon Fotografieren geliebt und das war einfach mein allergrößter Traum, eine eigene Kamera zu haben. Wie gesagt, mit dieser Kamera habe ich fotografiert, habe meine ersten Instagram-Bilder hochgeladen und ja, dadurch hat alles seinen Lauf genommen. Durch diese Kamera habe ich meine ersten Aufträge bekommen. Es ist einfach so ein krasser Weg gewesen und ich bin so dankbar und diese Kamera werde ich auf jeden Fall immer behalten und die steht als Deko auf meinem Schrank. Dann als zweite Kamera wurde es tatsächlich hier diese, eine Spiegelreflexkamera. Ich bin immer bei Canon gewesen, wow, die ist sogar echt verstaubt. Ich bin immer bei Canon gewesen, außer halt die erste, das war Olympus, aber es war ja auch eine Digitalkamera. Aber als ich mit Spiegelreflex angefangen habe, bin ich bei Canon gelandet und bin bis heute da geblieben und bin super happy. Auf jeden Fall muss man das halt für sich herausfinden, womit man einfach gut zurechtkommt und jede Kamera hat auch nochmal einen anderen Stil, so ein bisschen, so einen anderen Flair. Da muss man sich einfach mal ausprobieren und einfach mal schauen, was man einfach mag und was einem liegt. Da gibt es eigentlich nichts, was Falsches und was Richtiges. Wenn du als Person richtig gut fotografieren kannst, dann ist es sowas von egal, was für eine Kamera du hast, weil es eigentlich nur auf einen persönlich drauf ankommt und auf den eigenen Stil. Das war dann eben meine zweite Kamera. Mit der habe ich dann weiter fotografiert und das erste Shooting gemacht von Freunden von mir. Wenn ich Bilder finde, blende ich die hier jetzt auch nochmal ein. Das waren die ersten Einladungsbilder, die ich machen durfte für kleines Geld. Das war einfach so der aller Anfang und einfach der Startschuss von allem, was danach passiert ist. Also das ist halt eine Canon 400D. Hat ein Objektiv, so ein Standardobjektiv, 18-55mm, was halt schon auf der Kamera drauf ist. Ich habe mir die damals bei eBay gekauft. Ich glaube, die war auch unter 100 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre. Habe mit der angefangen, mit der ganz viel geübt. Zu Hause, mit Freunden, mit Familie. Mit der habe ich dann die ersten Shootings gemacht tatsächlich. Als nächstes kam dann die Canon 700D dazu. Diese Kamera ist eigentlich gar nicht richtig meine, weil meine Eltern die gekauft haben und das auch denen gehört. Also wenn ich ausziehe, werde ich es denen auf jeden Fall auch wiedergeben. Sie ist jetzt nur hier bei mir in meiner Sammlung, weil ich mit dieser als nächstes sehr viel fotografiert habe. Also ich durfte die auch auf Shootings und auf Hochzeiten mitnehmen, wo ich dann angefangen habe. Also mit der 700D habe ich, also ich glaube, die hatte ich als Zweitkamera mit auf Hochzeiten, wo der Lauf dann immer weiter gegangen ist zur Fotografie und dann die ersten Hochzeiten kamen. Und damit habe ich dann halt auch als Zweitkamera auf Hochzeiten fotografiert. Ich hatte immer dann noch eine Zweitkamera gemietet. Ich kann euch hier unten auch mal einblenden, wo ich dann immer meine Kameras gemietet habe, weil wo ich noch nicht so tolle Kameras hatte, habe ich nach Lösungen gesucht, wo man trotzdem günstig für den Tag mit tollen Kameras oder qualitativeren Kameras vor allem fotografieren kann. Vor allem Hochzeiten, da ist es schon wichtig, dass die Bilder einfach sitzen und auch von der Qualität her gut sind. Natürlich, 700D ist auch gut, keine Frage, aber für Hochzeiten doch zu wenig. Da immer
verschiedene Lichtverhältnisse sind. Gerade wenn es dunkler wird, dann kann die leider nicht so viel leisten. Aber sonst für den alltäglichen Gebrauch, sage ich mal, oder wenn es draußen hell ist, wenn die Sonne scheint, kann man damit auf jeden Fall super Bilder machen. Das war halt für den Anfang einfach super, um noch weiter, sich einfach immer weiter zu entwickeln und immer weiter zu steigern. Ich habe mir dann dazu das 50mm 1.8 Objektiv von Canon gekauft. Das kostet, ich glaube, so um die 80 Euro bis 100 Euro. Ich kann sagen, das ist einfach, ich glaube, das beste Einsteigerobjektiv, was man kaufen kann, weil erstens ist es günstig und zweitens, du lernst mit festen Blenden zu fotografieren. Ich glaube, so gut wie jeder Fotograf liebt Festbrennweiten, da das hier eben ein super Einsteigermodell ist, du damit einfach draußen vor allem super fotografieren kannst und ein tolles Bouquet im Hintergrund hast. Die Kombination aus 50mm 1.8 von Canon und die Canon 700D war auf jeden Fall mega gut. Und damit konnte ich viel üben, damit habe ich viele, viele Shootings gemacht. Das ist meine dritte Kamera gewesen. Dann habe ich einen etwas größeren Sprung gemacht und habe mir die Canon 5D Mark II geholt. Und diese Kamera habe ich von einem Fotografenkollegen abgekauft. Und ich bin einfach bis jetzt immer noch super, super happy. Das ist ein bisschen älteres Modell, aber sie macht einfach tolle Bilder. Und wie ich erst schon erwähnt habe, diese kann man auch in etwas dunkleren Lichtverhältnissen gut benutzen. Natürlich ist da immer noch etwas rauschig und das ist ja auch klar, es ist ein etwas älteres Modell, wo danach die Kameras einfach noch mehr weiterentwickelt wurden. Aber generell habe ich damit Hochzeiten fotografiert, sehr, sehr, sehr viele. Ich benutze die Kamera sehr, sehr gerne. Vor allem als Zweitkamera auf Hochzeiten ist es auch super geeignet. Denn meine aktuelle Kamera ist die, mit der ich gerade filme. Das ist die Canon 5D Mark III. Die habe ich mir als letztes jetzt vor kurzem zugelegt. Und das ist einfach, was soll ich sagen, mega, hammer, super. Es ist traurig, dass ich gerade keine Hochzeiten fotografieren kann, weil ich tatsächlich mit der noch keine fotografiert habe, weil die eben halt jetzt neu ist. Die habe ich mir auch übrigens bei eBay Kleinanzeigen zugelegt. Ich habe eigentlich alle Kameras irgendwie gebraucht gekauft, also keine war komplett neu, außer die von meinen Eltern. Die 700D und meine allererste Kamera, die Digitalkamera. Aber sonst habe ich mir die Sachen bei eBay zugelegt. Ich hatte nie irgendwie Probleme mit den Kameras oder kann mich wegen irgendwas beschweren. Also wie gesagt, das hier ist die Canon 5D Mark III, ist meine First Kamera, also die Kamera, die ich immer benutze, jetzt für Shootings, für Hochzeiten, und das ist dann die Zweitkamera, mit der ich aber auch Bilder schieße. Der Vorteil an der Mark III ist halt eben auch, dass dort bei schlechten Lichtverhältnissen die Qualität auf jeden Fall mega gut ist, dass allgemein die Qualität sich da auch verbessert hat und es da noch einige tolle zusätzliche Einstellungen gibt. Und jetzt zeige ich euch noch einige Objektive, die ich auch hier noch habe. Das Sigma 35 Objektiv 1.4 ist mein absolutes Lieblingsobjektiv. Das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Ich fotografiere alles damit. Also auf Hochzeiten, Shootings. Bei Shootings habe ich nur dieses Objektiv, weil es einfach, es ist mein Traumobjektiv, was ich einfach mega, mega feiere. Die Bilder damit einfach liebe und das Bouquet liebe und die Qualität und alles. Deswegen, also das kann ich auf jeden Fall auch mega empfehlen. Das mache ich dann gerne an der Mark II oder Mark III dran. Dann habe ich mir noch mit der Canon 5D Mark III ein 85mm Objektiv von Canon auch zugelegt. Und das ist ein 85 1.8, also das ist jetzt auch nicht eins der neuesten. Aber es macht gute Arbeit und vor allem für Hochzeiten, wenn man jetzt nicht so ganz nah an die Leute dran gehen will, sondern von etwas außerhalb oder weiter fotografieren will, ist das halt auch super. Ich habe es noch nicht so richtig ausprobieren können, also ich sag mal auf einer Feier oder so. Aber so generell bin ich happy damit und denke, das wird auch seine Arbeit tun. Ich habe jetzt mal hier so ein bisschen herausgekramt, welche Objektive ich noch habe. Tatsächlich ist das 35 und 85 mm Objektiv die einzigen, die ich wirklich immer benutze, also 35 sowieso. Aber ich habe hier noch so ein paar ältere Objektive, die ich aber, glaube ich, nie so richtig benutzt habe. Also das hier, das weiß ich, das hatte ich auch auf einigen Hochzeiten mit, habe auch einige Bilder gemacht.
gerade von Weitem, womit man sehr gut ranzoomen kann. Das ist ein von Canon 100 bis 300 mm. Das geht von 4.5 bis 5.6 Blende. Ich muss sagen, das erfüllt seine Arbeit, aber ich bin jetzt nicht so glücklich mit der Qualität. Also man merkt schon einen Unterschied zwischen anderen Objektiven. Trotzdem kann man bei der Bearbeitung einiges rausholen. Und ich denke, wenn man den richtigen Winkel und die richtige Perspektive und die richtige Bearbeitung hat, sehen Bilder auch damit super gut aus. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Ganze hier organisiere und verstaue. Und los geht's! Hier seht ihr, dass ich die ganzen Kleinteile in solche kleinen Kisten gepackt habe und die dann einfach beschriftet habe. Alles, was ich zum Fotografieren oder zum Verpacken brauche, wie zum Beispiel das Stroh, habe ich in so Kisten gepackt, das Ganze alles separat hineingetan. Hier dieses Stroh benutze ich zum Beispiel, um diese in kleine Kisten für Hochzeitbilder zu machen. Dann sind hier beispielsweise Gutscheine und Umschläge. Hier sind die Ladekabel für SD-Karten. Hier noch so eine Verpackung, die man mitnehmen kann. Dann liegen hier die Kameras. Hier ist auch nochmal für das Kistenpacken für die Hochzeitsbilder ein paar Blätter. Da ist so ein bisschen Kram drin. Und hier sind dann nochmal die Objektive, Deckel und Batteriegriff. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt auch eine passende Lösung für euch, um eure ganzen Sachen zu verstauen, nicht den Überblick zu verlieren. Und vergesst natürlich nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und zu abonnieren. Gerne könnt ihr das Video teilen und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.